So, Freunde, weiter geht's. So, dann haben wir noch Monstermission. Die werden sowieso angezeigt. Herausforderung. Ah, hier. Was ist denn das für eine hier? Das ist ein Rankrott. Wo ist denn das hier? Ah, hier. Ja, hier. Ich bin mal weg. Viel Spaß noch. Jo. Ja, auch noch viel Spaß. Vielen Dank, dass du dabei warst. Also Leute, sollten irgendwelche Verbindungsprobleme auftreten, die wirklich gravierend sind, dann sagt mir das auf jeden Fall. Weil ich sehe das immer im Augenwinkel, sehe ich das nicht immer, weil jetzt ist gerade wieder rot, jetzt kriege ich wieder ausgelassene Frames. Das ist halt nicht gut, ne? Oh, jetzt kriegst du aufs Maul. Alter, ey, 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 ey! Oh, der Pisser hat mich runtergeschubbt. Gut. So geht's auch. I feel the power. Oh, ne, schönes. Karawanenstuhl. Knochenhammer. Cool. Die Facecam verschwimmt manchmal. Gut, dann beheben wir das mal. Jetzt sollte das nicht mehr passieren. So. Scheint auch wieder ein bisschen asynchron zu sein. Glaube ich jedenfalls. So, das sollte jetzt auch mehr oder weniger Boden sein. Oh, die nächste Mission. So, wer ist es diesmal? See Magdalena. Na, ja, gucken wir mal. Auch dann scheint. Du hast bestimmt einen Teig drauf. Okay. Nope. Ah. Und wieder falschen Knopf gedrückt. Ja, geil. Schon geil, wenn du Quest markierend auf der Karte. Da geht das Ganze viel leichter von der Hand. Weil, naja, nicht nur leichter, sondern auch, es geht auch viel schneller. Ja, das zieht auch gewisse... Das würde zum Beispiel die YouTube-Videos jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, wenn du ja ewig rumsuchst. Wo ist denn der? Ja, da unten. Da unten ist er. Boah, Alter, da kommt selbst mir das Kribbeln. Mission erfüllt. Und da sind sie down. Thank you.
Und dann können wir die Monstermission gleich mal machen. Jawohl! We win! Man, what a bunch of jokers! Let's press on and on and on! So, da wollen wir mal gucken. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch Monstermissionen. Ja, tatsächlich. Nur noch Monstermissionen. Gut, dann müssen wir mal Zeit wieder umstellen. Zeit umstellen. Nee, da wird noch nichts angezeigt. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich die eigentlich nicht markieren muss, oder? Ich meine, die andere hatte ich davor ja auch nicht markiert. Komisch. Koloniekrabbel. Ja. Traf ich irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ah, genau da, wo ich noch nicht war. Na ja, dann. Attacke. Ah, Chucky! Dam, 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 dam. Na 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 na. Eine Riesenhornisse. Oh, die haben. Die sehen aber auch nicht gerade ohne aus, ne? Bam, der erste Down. We've definitely gotten stronger. Jo, bis später. Lass dir schmecken. Mission erfüllt. Aber let's not lose our heads though. Da dam dam da dam dam. Ja, die Monstermission kann man ja immer wieder machen. Ja, also immer wieder vor allen Dingen. Die kann man immer machen. Die verfallen, glaube ich, nicht. Ich will das jetzt auch hier nicht jetzt immer mit den Quests hier in die Länge ziehen. So, Tefra-Höhle, da gehen wir jetzt nämlich in die Tefra-Höhle, ja. So, zack. Andere Quests wären wieder was anderes, weil einige können verfallen, wenn man in der Story zu weit voranschreitet.
Aber sonst geht's eigentlich. Und ich empfehle auch hier manchmal Items mehrmals zu sammeln. Und vor allem so oft wie möglich. Und manche werdet ihr auf jeden Fall brauchen, wenn ihr Colony 6 wieder aufbauen wollt. Mann, du bist mal auf den Sack. Physische Abwehr ist gesunken und gestiegen und geflogen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die habe ich ja noch gar nicht aufgehoben. Aber scheint ja auch wieder so zu sein. Ja, alles meins. So, jetzt bist du fällig. Dann hast du keine Kumpels, die da helfen. Oh, der ist umgefallen. Sehr gut. Angriffskette. Erlaubt dir Techniken alle drei Mitglieder aneinander zu reihen. Sobald eine Angriffskette gestartet wird, sind automatisch alle Techniken voll aufgeladen. Der Einsatz von gleichfarbigen Techniken in Folge erhöht den Effekt der Angriffskette. Entscheide selbst, ob du Offensiv- oder Defensivtechniken kombinieren willst. Spezialtechniken lassen sich mit Techniken aller Farben kombinieren, ohne den Farbenbonus zu reduzieren. Ah. Nach der dritten Technik innerhalb einer Angriffskette besteht die Chance auf eine Kettenverlängerung. Drücke im richtigen Augenblick B, um eine weitere Technik in die Kette einzureihen. Harmonie vergrößert Chance auf Kettenverlängerung. Je stärker die Gruppenmitglieder harmonieren, desto höher ist die Chance auf eine Kettenverlängerung. Mit etwas Glück kann die Kette bis zu 15 Techniken verlängert werden. Wann immer eine andere Technik verwendet wird, besteht eine Chance, dass die Kettenverlängerung erneut aktiviert wird. Yo! Achake! Yeah! Kettenschaden! Und down. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hattest. So. Damit hätten wir sie erledigt. Knäfft der Hund hier wieder rum. Also wie gesagt, wenn irgendwas schlecht laufen sollte, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Aber gut, Eric hat ja gesagt, sieht ziemlich gut aus. Na, weißt du, was das wieder ist? Vielleicht ist das auch wieder nur so ein blöder Anzeigefehler von OBS selber. Ah, dann sind wir hier weit oben. Hier ist ein Harmoniegespräch. Nein, das darf ich noch nicht machen. Schade. Boah, Alter, mein Magen knurrt wie Sau, Alter. Right here. Thanks for the help, Shulk. I'll start collecting them up. You two hold on a sec. It's full of ether cylinders. Hey, why do we have to come all the way here to get them? Isn't there an ether cylinder fueling station in the colony? Well, refining the ether takes a long time down there.
and sometimes cylinderization fails. And there are so many cylinders here for us already, it's more reliable than making them ourselves. Right. And Colony 9's anti-air batteries and mobile artillery are standardized for these cylinders, so they can be used straight away. I see. You know, this place is in good condition considering it's ancient. It might be that there's some form of technology being used to preserve it. It's just a shame we don't understand its secret. Shulk? But I'll solve it one day and show you. If it's just technology that someone created in the past, it's not incomprehensible. We'll come to understand it one day. Don't go trying too hard. We can come and get ether cylinders whenever we need them. Besides, it's a good place for Defense Force training. Yeah, so good that you didn't even want to come here without Shulk to back you up. Anyway, did you collect the cylinders? Yep, all done. Thanks. Just come by yourself from now on. Shh, be quiet. Are they Mekon? I don't know. But it looks like we'll have to destroy them. In that case, der Sicherheitsmechanismus wurde aktiviert. Aber der wurde nicht aktiviert wegen den beiden. Den drei. Drücke L oder R. Ja, toll. Damit kommt die auch recht früh. I'm gonna go all out. I can do it! Okay. I know I can! Powering up! Feels good, right? Come on! Big one! Great! Won't shadow us! Stronger! Come on, Shulk, get it together! Yeah! I can do it! I know I can! Fiora, that's great! Aber Fiora, auch so ehrlich. Are you okay? I'm fine. How about you? I'm all right. Thanks to you and Ryan. What on Bionis were those? I've never seen anything like them. Could they have been Mekon? No. Verzeihung. I think they were something left by the civilization that built this vehicle. They didn't seem like Mekon to me. But why did they only show up now? I don't know. But they were probably built to protect this place. They might have been activated in response to something. But I don't think that something could have been us. Please, let's go back. I don't want to be here anymore. Me neither. And we've already got the ether cylinders. Huh? What's going on? Listen, what is that? That sound. In the sky! Oh! Oh! It's a... This can't be! No way! Mekon! How? Didn't my brother destroy them all a year ago? Could that defense mechanism have responded to the Mekon? Let's get back to the colony. Come on. Ja, wir dürfen speichern. So, Freunde, bevor wir aber hier weitermachen, beenden wir erstmal den Part für heute und für euch geht's dann morgen weiter.